Feinschmeckertouren, Folge 161. Feinschmeckertouren. Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen. Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Ja, hallo. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind hier in einer ganz besonders tollen Gegend, im Naturpark Pöllauer Tal. Und wir sind hier im Bio-Hotel Retter. Das ist ein ganz außergewöhnliches Haus. Und wir sind hier mit der Inhaberin, Uli Retter. Hallo. Genau. Hallo, servus. Hallo, grüß euch. Ganz besonders das Konzept, was eigentlich so auf den ersten Blick aus drei Begriffen besteht, nämlich Wellnesshotel, Tagungshotel und Bio. Frau Retter, wie kommst du denn zu dieser außergewöhnlichen Kombination? Das ist ja wirklich faszinierend. Ja, begonnen hat alles mit einer Landwirtschaft hier, dass sich unsere Urgroßeltern hier schon angesiedelt haben. Dann kamen ja die Weltkriege und dann kam die Sommerfrische, wo sich die Leute wieder regeneriert haben, endlich auf Sommerurlaub fahren konnten. Und da hatten die Retters schon immer ein paar nette Zimmer für diese Gäste bereit. Natürlich, Urlaub war dann nicht so viel, Sommer, 2 Monate, Weihnachten, 2 Wochen. Und da haben sich die Retters gedacht, naja, dann machen wir doch ein paar Seminarräume dazu und versuchen auch unterm Jahr Gäste hier zu haben. Und so hat sich unser Haus entwickelt, dass wir jetzt schon 18 Mal zum besten Seminarhotel Österreichs ausgezeichnet worden sind. Aufgrund der Lage, aufgrund der individuellen Betreuung durch die Mitarbeiter. Und natürlich haben wir die Verpflegung der Gäste nach wie vor sehr hoch gehalten. Wir sind seit 25 Jahren biozertifiziert, weil wir auch unsere Landwirtschaft bio pflegen. Das schätzen unsere Privat- und Urlaubsgäste sehr. Und es hat sich dann auch noch ein kleiner Wellnessbereich in den 80er Jahren dazu geschlichen, wo wir aus Lehm, Glas und Holz einen wunderschönen Platz geschaffen haben, wo die Leute Zeit fürs Ich finden, also herunterkommen. Die Sehnsucht aller ist es ja, ein bisschen mehr Zeit zu haben, bewusst zu sein. Deshalb heißt unser Wellnessreich auch bewusst sein. Endlich wieder mal durchatmen, die Natur hören, die Naturgeräusche. Und wir haben auch versucht, alles so zu lassen oder sehr naturnah zu lassen, dass wenn die Gäste kommen, sehr schnell entschleunigt sind und sich persönlich endlich wieder spüren. Also das kann man tatsächlich gut, finde ich. Wir haben ein paar Räume besucht, auch im Wellnessbereich. Wir sind immer so durchgegangen und wollten schauen, was ist es im Angebot. Also wir haben gesehen, dass es so Liegen aus Speckstein gibt mit Musik, die auf Herzfrequenz läuft. Ich habe mich da reingelegt und gefühlt nach 2 Minuten war ich ganz abgetaucht und entspannt. Dann haben wir gesehen, dass sie sogar mit einer Magnetfeld-Therapiematte, also arbeiten oder im Angebot haben. Und was wir vor allem hier wirklich schon beim Eintreten in dem Haus gespürt haben, das war dieses wunderbare Raumgefühl, dieses Raumklima. Also auch bei uns im Zimmer in dieser schönen Suite. Wie stellen Sie das her? Was machen Sie da? Also wir sind ja bemüht, dass wir sehr nachhaltig arbeiten. Und so haben wir bei jeder Bauphase uns überlegt, was ist State of the Art, was macht man gerade? Und wir haben für richtig empfunden, Wasser in die Decke zu geben. Das nennt sich Betonkernaktivierung. Das heißt, wir heizen im Winter von der Decke und kühlen im Sommer angenehm nach unten ohne Zug. Das restliche Haus ist mit Niedertemperatur. Wir haben, wenn wir gebaut haben, immer alles doppelt verrohrt, weil Wasser wird das Gold der Zukunft. Das ist uns ganz klar. Und so speichern wir das ganze Regenwasser, das vom Retter von den Dächern kommt, in großen Zisternen. Und dieses Wasser kommt dann wieder zurück in die Regenwasserspülung, in die Toiletten. Und wir können auch mit dem, das nennt man Brauchwasser, auch die Gärten bewässern, wenn es mal knapper wird. Das spüren natürlich die Gäste. Und als ich hier vor 25 Jahren eingeheiratet habe, war mir ganz wichtig, eine Netzstromfreischaltung für alle Gäste zu machen. Das heißt, hinter den Betten, wenn man schlafen geht, drückt man die Netzstromfreitaste und dann gibt es keinen Elektromagnetismus. Das heißt, man hat einen ruhigen Schlaf und viele Gäste reden mich an und sagen, Frau Retter, was haben Sie denn für tolle Matratzen und für tolle Betten? Ja, die sind bei uns gut, die sind bei uns auch metallfrei. Aber ich glaube, ein Geheimnis ist es, diese elektromagnetischen Felder wegzubringen, damit man wirklich gut schlafen kann. Und natürlich haben wir alle Plätze ausgependelt. Vor jeder Baustelle habe ich meinen Geomanten geholt und wir haben die Störfelder gesucht und gefunden. Da haben wir Stiegenhäuser gemacht und dort, wo die richtig guten Energiefelder sind, dort schlafen unsere Gäste. Auch der Wellness
Bereich ist auf einem ganz wertvollen Platz gebaut. Da waren eigentlich ursprünglich unsere schönsten, größten Obstbäume, weil die haben sich dort am wohlsten entwickelt. Und wir haben gesagt, natürlich geben wir den besten Platz den Gästen. Also das finde ich großartig, da, was Sie da alles machen. Wir machen das auch. Wir haben auch schon seit langer Zeit daheim unsere Schlafplätze ausgependelt und auch schlafen wir netzfrei. Das ist ein unglaublich schönes Erlebnis, so zu schlafen, zu regenerieren und morgens ja richtig frisch aufzuwachen. Wir haben das noch nie irgendwo in einem Hotel gesehen. Also Kompliment, dass Sie das so stringent durchziehen, wirklich Wohlfühlklima als Überschrift zu haben. Ja, das ist super nachhaltig und natürlich sehr angenehm einfach zum Relaxen und zu sich selbst finden, wie Sie gesagt haben. Das genieße ich auch sehr und das ist ein ganz toller Vorteil, den Sie hier bieten. Wirklich einzigartig fast. Ich habe es eigentlich noch nirgendwo anders gesehen. Nachhaltigkeit ist das Stichwort, ja auch was das Thema Bio angeht. Kommen wir mal zu Ihrem kulinarischen Konzept. Da ist ja auch alles Bio. Warum? Naja, seit 1992 haben wir eine Biolandwirtschaft. Und natürlich ergibt sich dann, wenn man dann die Früchte erntet, dass man auch Bio in die Küche einziehen lässt. Irgendwann kam dann der Olympia-Gedanke, dass wir gesagt haben, es wäre doch schön, alles 100% in Bio zu haben. Und seit 4 Jahren ist bei uns alles 100% Bio. Wenn wir eine Ausnahme haben, ein Fisch aus der Region, der nicht Bio ist, dann wird das gekennzeichnet, das konventionell. Und was auch besonders ist und was mir am Herzen gelegen ist, wenn wir Fleisch verarbeiten, dann nur von glücklichen Tieren, die im Freien gelebt haben und die dann auch wertschätzend zur Gänze verarbeitet werden. Das ist so die Königsdisziplin. Die meisten Leute wissen nicht, wenn man so den Bioanteil anschaut, so 28% aller Lämmer sind Bio, 18% aller Rinder. Und was irgendwie sehr traurig ist, ist nur 2% aller Schweine in Österreich, und ich glaube, in Deutschland ist das nicht anders, biologisch gehalten. Aber das heißt noch nicht, dass sie im Freiland gehalten sind. Und wir haben für uns diese hohe Prämisse, dass wir wirklich nur Tiere verarbeiten, die Glück erlebt haben, die doppelt bis dreimal so alt waren als konventionelle. Und wir haben einen tollen Bauern gefunden, der hat ein Weideschlachthaus gebaut, hat diese Turok, schwäbisch-hellischen Tiere, Freilandschweine, und die werden dorthin gefüttert und irgendwann ist dann soweit. Das heißt, das Tier hatte nie einen Stress. Und für uns ist die Herausforderung, dass wir halt diese Tiere alle zur Gänze verarbeiten. Das heißt, bei unserem Buffet finden Sie unsere Schinken, unsere Würste. Die Salamis brauchen 5 Monate, bis die fertig werden. Beim Schinken, der wird zum Beispiel im Warmbrätverfahren verarbeitet. Da braucht man keine Phosphate. Da ist auch ganz wenig Nitrit drinnen. Das heißt, wir müssen unseren Gästen erklären, warum unsere Tiere bzw. unser Schinken schneller grau wird. Ja, weil da keine Chemie drinnen ist. Und ich sage immer, irgendwann kommt die Zeit, da werden die Leute vor den Vitrinen stehen und da werden sie sagen, warum ist das Fleisch so rot, warum wird das nicht grau? Was ist da alles drinnen? Aber da muss man noch viel erklären und da muss noch, wir sagen immer, viel Wasser die Mur runterlaufen. Ja, also wir sind ja überzeugt davon, schon seit vielen Jahren. Schwäbisch-hellische Schweine, die sind übrigens bei uns in der Nachbarschaft von Heilbronn, da kommen die ja her. Ja, das Besondere ist also einmal, dass man an den Bio-Lebensmitteln, also sie einfach viel intensiver und besser schmecken und gerade die Schweine gar nicht so nach Schwein, also nicht, es sauerlet nicht, wie man bei uns so sagt, sondern das ist ein ganz wunderbar aromatisches Fleisch und vor allem in Verbindung mit dieser Hirschbirne. Also das hat mir ganz toll gefallen. Wir haben ja jetzt die Allzeit-Genusspauschale bei Ihnen gebucht. Erklären Sie doch mal unserem Hörer, unserer Hörerin, was genau dahinter steckt und warum wir so begeistert davon sind. Ja, das beginnt schon einmal mit einem ganz gesunden Frühstück, wo wir auch sehr viele warme Gerichte haben, weil man sagt, man sollte in der Früh schon mal was Warmes essen, ob das jetzt mein Polenta-Auflauf ist oder gekochte Hirse. Die Leute mögen gern Vielfalt, aber auch was Warmes zum Frühstück. Dann geht's weiter. Um 14 Uhr haben wir dann Suppen, Salate, was Süßes, kleine Vorspeisen, aber auch ein kleines warmes Schwankerl immer dazu für unsere Gäste, dass wenn der erste Hunger kommt, dass man was Gutes, Gesundes findet. Und am Abend dann ab 18 Uhr bis 21 Uhr haben wir dann unsere Halbpension. Da gibt's immer ein schönes Viergangmenü, manchmal ein Teil vom Buffet, manchmal serviert, aber immer unter der Prämisse 100% Bio und mit diesem wertvollen Fleisch, das wir eben zur Gänze verarbeiten, sei es Rind, Schwein, Lamm oder Huhn oder Butte. Wir haben da unsere 5 Bauern und die produzieren für uns und da haben wir eine wunderschöne regionale Wertschöpfung und wir beziehen unsere Lebensmittel bewusst nur aus einem Umkreis von 30 Kilometern, weil da wissen wir, was drinnen ist. Und das gibt einfach Vertrauen.
Wir haben zwar einen sehr hohen Wareneinsatz, das heißt, wir kaufen sehr teuer ein, aber es ist uns wert, weil wir stützen damit ja auch die Region. Und wir kriegen es auch 100-mal zurück. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, ja. Ich meine, Sie sind ja sowieso gesegnet hier in dieser Region, was wir so gesehen haben. Da gibt es ja unheimlich viele kleine Betriebe, die ganz spezielle Sachen herstellen. Also Öle, Kürbiskernöl, dann gibt es einen Schafbetrieb, wo man Schafkäse, glaube ich, verkosten kann, wo man auch die Herstellung sieht und so einiges noch. Das werden wir auf jeden Fall, ein paar Sachen werden wir davon noch besichtigen und in anderen Podcast-Folgen dir davon erzählen. Was mich jetzt nochmal interessiert, ist zu dem kulinarischen Konzept. Heute essen ja die Menschen ziemlich vielfältig. Also es gibt Menschen, die essen vegetarisch, die anderen sind Veganer, die nächsten haben ein Glutenproblem oder ein Histaminproblem. Kommen die bei Ihnen alle auf ihre Kosten oder wie geht das? Ja, das ist für uns auch so ein Olympiagedanke, dass wir die alle zufriedenstellen. Und das hat schon einiger Experimente bedurft, dass man es schafft. Unsere ganzen Gemüsesuppen sind von vornherein vegan, laktosefrei. Ich glaube, ihr habt es nicht geschmeckt, aber wir haben uns bemüht und das noch 100% Bio, dass wenn man Gemüse macht, dann muss man eigentlich nichts mehr Fleischiges reingeben und man kann auch mit Kartoffeln binden. Und da habe ich einen Küchenchef, der ist schon 20 Jahre an unserer Seite. Gerade deshalb haben wir auch interessanterweise sehr viele Allergiker, weil die wissen, sie sind hier gut aufgehoben. Und mit diesen Naturprodukten kann man ja im Prinzip nichts falsch machen. Und wir wissen ja, was drinnen ist. Das ist ja der Vorteil bei uns. Und von dieser Warte fühlen sich die Gäste hier sehr sicher. Und wir kriegen auch gutes Feedback. Und viele kaufen dann auch gerne bei uns im Biogut ihre Lebensmittel mit nach Hause. Und es ist auch schön, wenn man da schon einen kleinen kulinarischen Tourismus hat, dass manche Gäste sagen, ich muss alle 3 Wochen zu euch kommen, weil wir gehen die Lebensmittel aus. Super. Ja, ein sehr gutes Stichwort, Biogutretter. Da werden wir für dich noch eine eigene Folge auch produzieren. Da wirst du nämlich dann hören, da wird dir Frau Retter erzählen, was dort alles in Eigenregie selbst produziert wird, was direkt hier quasi im Haus oder nebenan gemacht wird und was wir hier alles auch schon genießen dürfen. Ich sage mal nur 2 Stichworte. Quitteneis, Quittini und Hirschbirnschnaps. Was mich auch nochmal interessiert, Sie sind ja auch ausgebildete Sommelier, haben Sie uns erzählt. Das heißt, so die Weinkarte trägt auch Ihre Handschrift mit? Ja, also mein Restaurantleiter ist schon 20 Jahre hier. Er ist auch Sommelier und ich auch Sommelier. Und so tun wir uns immer ein bisschen matchen. Wer bringt den besseren Wein nach Hause? Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir alle unsere Winzer persönlich besuchen. Wir fahren, das ist auch toll, wir haben ja auch 16 Lehrlinge und fahren mit denen natürlich, gehen mit denen auf Weinreise, dass die auch Wissen aus erster Hand haben. Und natürlich besuchen wir schon seit 8, 9 Jahren nur mehr Bio-Winzer. Und hier hat sich unendlich viel getan, denn Bio-Winzer machen immer bessere Weine. Und Bio-Weine sind ja auch langsam gewachsen, sind auch eigentlich haltbarer. Man muss sie nicht so kühlen, um sie zu genießen, sondern die schmecken auch, wenn sie etwas wärmer getrunken werden. Da bin ich sehr stolz, dass wir eine handverlesene Auswahl im Hause haben. Das heißt, wenn wir Weine aussuchen, dann fahren wir zuerst zu den Winzern, nehmen sämtliche Proben mit, weil wenn man dort ist, schmeckt es ja nochmal so gut. Und dann macht man zu Hause immer eine objektive Verkostung, stellen die sortenweise nebeneinander von den verschiedenen Winzern, dann lade ich meine besten Gäste ein und auch meine Küchenchef ist meistens dabei, der Souschef, der Restaurantleiter und die Mitarbeiter. Und dann sind meistens so 20 Personen, die meistens so um die 20 bis 40 Weine verkosten. Das wird blind verkostet, da wissen wir nicht, was drinnen ist. Und dann machen wir eine Auswertung. Und dann haben wir schon sehr oft gestaunt, welcher Wein beim Retter das Rennen macht. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl damit und ich bei den Entscheidungen war mir immer richtig. Oft kennt der Gast den Namen des Winzers nicht, aber um das geht's ja auch, dass wir Kulinarik vermitteln und dass wir auch jungen Winzern einen Startschuss und Starthilfe geben, dass die auch erfolgreich werden und auch entdeckt werden. Also kann man so sagen, sind Sie im Grunde kulinarische Botschafterin der Region oder des Bio-Gedankens? Ja, so sehe ich mich schon und ich bin sehr stolz darauf, weil, wie gesagt, Bio, das muss man sich erarbeiten. Viele Leute sagen, naja, regional reicht ja schon. Aber ganz ehrlich, Bio, ein Biobauern macht so viel, dass es der Landschaft und den Tieren und den Lebewesen gut geht, dass das eigentlich für mich die Königsdisziplin ist. Noch schöner ist, wenn einer Teemeter ist, weil dann hat er auch noch Tiere am Hof und baut noch den Mist mit ein. Aber da schont man auch die Landschaft, indem man Bioprodukte
konsumiert und isst. Und von dieser Warte lebe ich das zu 100%. Das ist so ein unendliches Thema und das ist so etwas, wo ich vielleicht mit 100 Jahren noch daran arbeiten werde und schauen werde, dass noch mehr Bio wird. Und bei uns wird immer mehr Bio, die Bioflächen werden größer, es sind immer weniger Bauern, die es machen, aber trotzdem der Bioanteil wächst und das ist sehr, sehr gut, sehr gut. Sie haben ja ein schönes und interessantes Wochenprogramm. Ja. Schon gleich, wenn man zu Ihnen kommt, bekommt man das ausgehändigt. Aber heute Morgen hatten wir es dann auch nochmal auf dem Frühstückstisch, so zur Erinnerung. Kräuterwanderung habe ich gesehen. Dann werden Blumen gesteckt, zum Brotbacken laden Sie ein. Organisieren Sie das? Haben Sie die Ideen da dazu? Oder wie kommen Sie da dazu? Ja, das ergibt sich ganz natürlich dadurch, dass wir jeden Tag Brot backen im Biogut und die Semmeln. Dann ist es auch gut möglich, dass man mal einen Brotbackkurs macht und die Gäste mitmachen können. Ebenso habe ich meine Roswitha, die geht sowieso 5-mal pro Woche ums Haus, erntet die Kräuter und trocknet sie und macht daraus gute Tees. Und warum sollen da nicht Gäste dabei sein und mithelfen und schauen und riechen und spüren? Dasselbe haben wir, wir sind ein Zero-Waste-Betrieb, das heißt, wir bemühen uns, keinen Müll zu erzeugen und versuchen alles, was die Region bietet, zu verwerten. Das heißt, wir haben heute den Quitini getrunken, mit den Bambusstäbchen gerührt, weil der Bambus wächst bei uns im Garten wie Unkraut. Und dann nehmen wir halt in die Stäbchen zum Rühren. Und wir haben zum Beispiel Strohhalme als Apfeltrester. Und da gibt es so schöne Ansätze, die sehr nachhaltig sind. Und da machen wir einen Blumensteckkurs mit den Gästen und sagen, bringt eure alten Gefäße mit, wir befüllen die wieder neu und ihr werdet sehen, wie man mit der Natur wieder was Neues schaffen kann. So im Zero-Waste-Gedanken. Und dann, wenn wir Marmelade einkochen, sollen die Gäste auch gleich die Möglichkeit haben, dass sie bei der Gerti, wenn sie schon Marmelade kocht, auch ins Marmeladetopferl schauen. Das riecht gut, man spürt's und man nimmt vielleicht auch Tipps für zu Hause mit. Und der Retter steht ja für Lernen und Weiterentwicklung. Das kommt ja auch aus dem Seminarthema heraus. Und mein größtes Wunsch und Ziel ist, dass meine Gäste, wenn sie hier waren, erfüllt nach Hause gehen, mit vielen Impressionen, viel gelernt haben. Wir haben auch bei uns am Gang eine Streuobstgalerie. Weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ja. Wir haben nämlich vor 5 Jahren einen alten Obstgarten angelegt mit 100 alten Sorten. Und das Schlimme ist eigentlich, vor 2000 Jahren gab es in Europa oder bei uns in Österreich noch 2000 alte Apfelbirnensorten. Wenn wir jetzt Glück haben, gibt es noch 300. Also die Sortenvielfalt schwindet. Und ich sehe das auch als meinen Auftrag, das Ganze zu erhalten. Und bei diesem langen Gang, da haben wir auch diese Sorten beschrieben, die Schafnase oder den Kronprinz Rudolf, ein wunderbarer Speiseapfel, dass die Leute wieder ein Gefühl dafür kriegen. Ja, und da können die Leute, wenn sie beim Retter waren, viel mit nach Hause nehmen, gehen mit reichen Impressionen heim. Und ja, und es gibt ja nichts Schöneres, als Urlaubserlebnisse mitzunehmen. Und bei uns geht es halt Richtung Natur und zum nachhaltigen Leben und zum bewussten Sein. Ja, wir werden dir natürlich auf die Homepage bei uns ein paar Impressionen stellen, nicht nur Bilder, sondern auch ein paar Videos hier von dieser wunderschönen Lage des Hotels, so am Hang mitten im Grün mit einem ganz weiten, öffnenden Blick über ja die Berge hier in der Gegend und auch in Richtung Süden, in die Südsteiermark, Richtung Riegersburg und dann natürlich weiter nach Slowenien. Ein ganz traumhaftes Bild, aber Frau Retter, wie machen Sie es, dass Sie auch diesen wunderbaren blauen Himmel und diese tollen weißen Schäfchenwölkchen hier hinzaubern? Wie geht das? Ja, da gibt es schon ein Geheimnis. Also das Böllerer Tal ist ein sehr glückliches Tal. Wir haben eigentlich ein südlicheres Klima. Wir sind geschützt vom Masenberg, von unserem Hausberg, ein herrlicher Wanderberg auf 1200 Meter und dem Rabenwald gegenüber auch gleich hoch. Und so haben wir eine Lage hin zum Süden. Und bei uns ist es immer angenehm warm, auch im Winter. Und wir haben eine Vegetation, die entspricht eigentlich der Südsteiermark. Wir haben Edelkastanien, die da wachsen. Und wir haben so ein Mikroklima. Und von dieser Warte haben wir meist schönes Wetter und wenig Unwetter, was uns sehr glücklich macht natürlich. Und was zum Wetter gehört, sind natürlich auch meine Sonnenstrahlen im Betrieb. Das sind meine 100 regionalen einheimischen Mitarbeiter, die ja schon Jahrzehnte bei mir sind und bei uns im Hotel sind. Wir haben 16 Lehrlinge, wenn man die anschaut, geht einem das Herzerl auf. Junge, strahlende Menschen, die ihren Beruf wirklich gerne machen. Und da bin ich echt so glücklich, dass ich von solchen Menschen umgeben sein darf und die mit mir das tragen. Und da bin ich nicht alleine. Und dann kann man dann schon strahlen, wenn man
von solchen Menschen getragen ist. Ja, ja, und man kann strahlen, vor allem als Gast, wenn man von solchen Menschen umsorgt und verwöhnt wird. Genau, ja. Das merkt man wirklich, dass hier ihre Mannschaft und Frauschaft mit richtiger Liebe und Engagement ihren Beruf macht. Und das ist schön, das zu spüren, ja, weil das ist nicht überall so. Und das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil, den sie hier wirklich bieten können. Ganz toll. Mir ist so beim Durchschlendern durch ihr Haus unheimlich schön dekoriert, auch ja mit vielen Bildern über Historie, über die Entstehung des Hauses, die Entwicklung und so. Da stehen übrigens auch tolle Spielgeräte rum, so richtig analog zum, ja, einfach zum Spaß haben, zum für die Pausen, um wieder den Kopf frei zu kriegen in den Seminarzeiten oder aber auch ganz einfach, wenn man so nach dem Nachmittagsimbiss wieder Richtung Pool geht, kann man ein bisschen Flipkick spielen oder sonst was. Ich bin die Siegerin. Hättest du das nicht außen vor lassen können, Tina? Nein. Schande des gestrigen Nachmittags. Ja? Drei Spiele habe ich verloren. Oh, ja, also auf jedem Weg zurück zum Apartment, zum Zimmer, lohnt sich Ihnen vorbei an diesem Kicker. Das ist einfach köstlich, herrlich. Ja. Genau. Auch die anderen klassischen Spiele, so die Brettspiele, die wir oben in dem schönen Foyer mit den großen Fenstern gesehen haben, wo die Leute einfach genießen, vielleicht einen Drink dabei. Sie bieten ja auch ein tolles Bio-Bier hier an, was ja wirklich auch sehr charakteristisch schmeckt. Das Pilz fand ich sehr interessant, weil es gar nicht so bitter ist, nicht so herb ist und eher diese leicht karamellige Note hat, wie das Pilsner Urquell tatsächlich selber schmeckt. Also ihr Braumeister, da kann was. Ja, wir nennen es Bio-Hopferl. Ja. Und wie gesagt, auch beim Bier soll man vor Bio nicht Halt machen. Wir wissen ja, wenn man das so trinkt, Bio ist auch was Isotonisches, basisch. Also auch das sollte mit den besten Inhalten sein. Übrigens zum Thema Spielen. Ich habe da draußen was gesehen. Das sind solche Stahlkörbe, die haben oben so einen roten Rand. Die stehen mitten in dieser durchaus steilen Wiese. Was ist denn das? Also wir haben hier Lust gehabt, mal was anderes zu machen. Golfplätze gibt es überall. Aber wir spielen mit Frisbeescheiben in diese Metallkörbe. Und da haben wir den ersten österreichischen Discgolf-Parcours. Und das ist ideal für jede Altersgruppe. Das Schöne ist, die Wiesen können so bleiben, wie sie sind. Wir wehen sie zwar, wenn sie zu hoch sind, aber man muss jetzt nicht auf Unkraut schauen. Also Unkraut ist ja auch nur ein Beikraut und jedes Unkraut ist ja auch oft was wert. Da haben die Leute, ob jung oder alt, sehr viel Spaß, mit diesen Frisbees in die Körbe zu spielen. Da haben wir, man könnte sagen, einen 18-Körbe-Platz rund ums Haus. Man hat so 1,5-2 Stunden zu tun und kann so seine Treffsicherheit beweisen. Und ich staune immer, meistens treffen die Frauen mehr als die Männer. Woran das wohl liegt? Ich weiß nicht, also würde es auch nicht unbedingt so unterstreichen. Ah gut, wenn ich jetzt an mein gestriges Fußballerlebnis zurückdenke, dann haben Sie wahrscheinlich doch recht. Naja, wenn wir die Ziele anvisieren, dann haben wir uns das vorher gut überlegt und dann gucken wir da meistens auch hin, oder? Ja. Aber Männer sind doch die Jäger, fixier Blick ganz hinten, nichts links, nichts rechts sehen. Naja. Ja, und wenn wir jetzt auf die Ziele kommen, Ziele hat was mit Wünschen zu tun. Und ich war mit euch heute schon bei meinem Kraftplatz, bei der berühmten Marienwallfahrtskirche am Böllerberg, wo ja die Wünsche in Erfüllung gehen. Und die steht nicht umsonst seit dem 13. Jahrhundert dort. Und da kommen auch immer viele Wallfahrer her, um zu wünschen. Und wir haben zum Beispiel ganz viele Retterbabys beim Retter, wo Eltern da waren, die sich ein Kind gewünscht haben und dann oben bei der Kirche, bei der Maria deponiert haben. Sie hätten halt gern Nachwuchs und dann kam dieses Kind. Und die kommen dann wieder mit dem Baby und inzwischen habe ich schon 18-jährige Retterbabys hier, die schon große, mit denen immer noch mit der Familie auf Urlaub kommen. Und sagen, wissen Sie, Frau Retter, das war unser Glück. Wir waren da bei Ihnen auf Urlaub und dann sind wir zur Wallfahrtskirche hinaufgewandert. Man geht ja nur 30, 40 Minuten hoch und dann haben wir so dieses Wallfahrtserlebnis gehabt und haben so unsere Wünsche gelassen und haben gebetet oder einfach mal intensiv gewünscht. Und man weiß ja, wenn man etwas intensiv wünscht, Wünsche neigen ja dazu, dass sie sich erfüllen. Und ich war zum Beispiel vor 28 Jahren da oben als Wirtshaustochter von einem Gasthof, der ist 50 Kilometer von hier entfernt, wollte meinen elterlichen Betrieb übernehmen. Natürlich hat der Mann nicht dazu gepasst und die Eltern haben dann gemeint, der hat ja zwei linke Hände, der kann nicht arbeiten oder der passt nicht zu uns. Und dann war ich ein bisschen unglücklich. Und dann war ich mal da am Böllerberg und sehe die Madonna und sage, Maria, bitte gib, dass ich den richtigen Mann finde.
3 Tage später läutet das Telefon, war mein Mann am Apparat, sagt, mein Name ist Rette, ich habe gehört, Sie sind die Frau für mich. Ich habe gesagt, das kann bald einer sagen, dann haben wir uns getroffen. Und schwuppdiwupp, ein halbes Jahr später, habe ich zum Retter geheiratet und habe hier meinen Traummann gefunden. Und mein Tipp am Rande, achten Sie beim Wünschen auf. Ich habe noch vergessen dazu zu sagen, ich hätte gern den richtigen Mann für zu Hause. Und die Maria nimmt das halt wörtlich und hat gesagt, den richtigen Mann. Er ist der richtige Mann, aber das für zu Hause hat nicht ganz so geklappt. Jetzt bin ich halt beim Retter eine Wirtin und mache das halt mit voller Freude. Und ich habe meinen Retter in der Not und bin sehr, sehr glücklich mit unseren 3 Kindern. Tina, lass uns da nochmal hochgehen. Aber denk dran, genau formulieren, was du willst. Ich möchte da noch was dazu sagen. Also ich habe offensichtlich zielgenauer formuliert, weil ich habe den Retter, also den Hausmann daheim, den Retter für zu Hause. Das ist mein Küchenchef. Ja, der bekocht mich immer. Ja, aber ich glaube, wir beide haben die richtigen Männer gekriegt, wenn ich das so sehe, ja, oder? Ja, absolut. Wie gesagt, man braucht sich ja nur richtig zu wünschen. Ja, es erfüllt sich. Ja. Ich hatte ja den Wunsch, hier ein paar Tage Urlaub zu machen, auszuspannen, so ein bisschen runterzukommen, mich verwöhnen zu lassen für Körper, Geist und Seele. Und ich find's ganz wunderbar, dass mein Wunsch so herrlich in Erfüllung gegangen ist. Ja, und das, Tina, bevor wir überhaupt auf diesem Berg waren, bei dieser Kirche. Wer weiß, was wir da alles zu Wege bringen würden und die Madonna oder die Kirche uns erfüllen könnte, wenn wir vorbereitet die richtigen Wünsche dort hintragen, vielleicht sogar da hochlaufen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr persönliches Engagement zu verpassen. Wer weiß, was da so rauskommt. Ja, aber die paar Höhenmeter, die man da bewältigen muss, um da hochzulaufen, die sind super für Wanderer, Spaziergänger, für Fahrradfahrer, für all diejenigen, die sich gern auch ein bisschen körperlich verausgaben oder betätigen. Ich mache das auch gerne, ich betätige mich auch gern körperlich, aber ich wähle die Variante Pool. Also schwimmen reicht mir. Ja, das ist auch sanfter und besser für die Gelenke und so. Und also ich fand es jetzt auch nicht verwerflich, mit dem offenen Cabrio da hochzufahren. Wer trotzdem läuft oder auch wer mit dem Auto hochfährt, durch Tamgoma da oben, da gibt's auch eine ganz nette Gastwirtschaft unterhalb von der Kirche, wie sie's für jede gute Dorfkirche gehört, steht daneben ein Gasthaus. Und schau mal auf unseren Blog. Wir haben natürlich auch ein paar tolle Fotos da oben gemacht, auch mit Uli Retter. Sie hat ja auch gezeigt uns, was da an tatsächlich außergewöhnlichen Highlights der Landschaft dieser Region hier sich dort im Pöllauer Tal in der Region verbirgt. Da findest du auch ein Video auf unserer Homepage dazu. Auf jeden Fall ist es ein grandioser Blick und ein ganz tolles Dach dieser Region, die du da oben genießen kannst. Genießen kannst du in der Region ohnehin wirklich viel. Die nächste Folge, hör unbedingt rein, ist nämlich das Biogut Retter. Das ist quasi die hauseigene Versorgungsabteilung des Hotels, wo viele Dinge einfach gemacht werden. Da steht inmitten auch der Obstplantagen, kann man fast sagen, der Streuobstwiesen von der Hirschbirn zum Beispiel. Da wird der Uli Retter auch ganz persönlich die Highlights erklären und was dort alles gemacht wird. Aber Tina, wir haben natürlich auch noch von dieser Station, von dieser Homebase aus ein bisschen wieder die Gegend erkundet. Du kennst uns ja. Wir sind natürlich immer auf den Spuren des guten Geschmacks unterwegs und da haben wir ja viel gefunden. Die Steiermark ist perfekt dafür. Was wächst in der Steiermark wie sonst nirgends? Kürbis. Also Kürbiskernöl, Kürbiskerne und alles, was man so damit anfangen kann. Und noch viele andere Dinge, die man auch braucht, um gut zu kochen oder leckere Salate anzumachen oder einfach mal einen Omega-3-Schub für seinen Körper zu haben. Schau einfach bei uns auf dem Blog vorbei. Lass dich von den herrlich schönen Bildern inspirieren, von all dem, was wir so gefunden haben. Lass es dir vor allem immer ganz gut gehen dabei. Genieß die Zeit, genieß das Leben. Es macht so unglaublich viel Spaß, genau das zu tun. Genau, und wir waren natürlich außerdem bei einem Winzer, wir waren bei einem Essigbrauer, der auch Bier braut und. Schau einfach und hör einfach in den nächsten Folgen wieder rein. Ein paar weitere Steiermark-Folgen und natürlich Graz wird auch noch kommen. Freu dich drauf, mach's gut, bis bald, adieu, baba. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.
Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen. Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir. Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja, wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss. Deine Feinschmecker-Guides Bettina und Burkhard.